Hallöchen. Da bin ich wieder. Ich habe ja Anfang März angekündigt, dass ich wieder da bin und dass ich erstmal Zeit brauche, um anzukommen und mich wieder einzuleben. Und das habe ich jetzt gemacht und deswegen gibt es jetzt eine neue Videoreihe bzw. Videos, aktuelle Videos. Und ich hatte damals gesagt, ich werde euch auch ein bisschen was erzählen über die Zeit, die ich auf Reisen war oder wo ich auf Reisen war, was mir so passiert ist. Und in diesem Video möchte ich dir etwas über meine Zeit in der spirituellen Gemeinschaft, in der ich gelebt habe, 2 Monate lang. Ja, das war ein sogenannter Ashram. Wie gesagt, das ist einfach eine spirituelle Gemeinschaft. Meistens gibt es da auch einen Guru, also einen Lehrer, einen spirituellen Lehrer, der sozusagen auf dem Weg schon weiter vorangeschritten ist und einem da helfen kann. Es ist wie so ein Fahrlehrer, wo man am Anfang fahren lernt und der einfach schon gut fahren kann und einem dann alles zeigt. Und genauso ist es mit einem spirituellen Lehrer, der einfach, ja, seinen Geist schon sehr gut beobachtet, der dieses Verbundenheitsgefühl einfach schon hat. Aber damit wollte ich eigentlich gar nicht anfangen. Ja, es ist auch schon wieder eine Zeit ins Land gegangen. Und ich habe mir jetzt überlegt, ich hatte ja gesagt, ich möchte nicht mehr so viel ins Internet, dass ich jetzt mal schaue, dass ich halt so einmal die Woche ein Video rausbringe. Das werde ich jetzt auf jeden Fall im Mai so handhaben und mal gucken, wie es dann weitergeht. Und ja, manche haben es vielleicht schon bemerkt, ich habe eine neue Frisur. Stand irgendwie an. Als nächstes kommt auch ein Video raus, wo ich berichte darüber. Ich bin ja jetzt seit über einem Jahr wohnungslos unterwegs und wie ich da so lebe, wie ich das finanziell so mache und so. Aber das kommt dann in einem der nächsten Videos. Jetzt erstmal so über die spirituelle Gemeinschaft, in der ich gelebt habe. Ich war ja auf, mein Ziel war ja eigentlich Bali, dann gab es da diesen Vulkanausbruch. Wer das alles nicht weiß, worüber ich hier rede, die kann sich mal die Videos anschauen. Die müssten Ende letzten Jahres im Dezember oder so rausgekommen sein. Genau. Und ja, Vulkanausbruch hat dann dazu geführt, dass ich über die Insel, über Java musste, also um nach Bali rüberzukommen. Hat dann statt 2 Tagen war ich dann eine Woche unterwegs. Also Bali. Bali ist eine wunderschöne Insel. Ich wollte da schon immer, immer, nicht immer, aber seit vielen Jahren hin. Und da habe ich mir diesen Traum erfüllt, war da und es war aber so wie so eine Scheibe zwischen mir und der Insel. Ja, irgendwie, ich habe das Schöne gesehen, aber irgendwie gab es keinen Weg für mich rein. Ich wollte mir ein Haus mieten. Es gab irgendwie keins, was mir gefallen hat. Die Fotos sahen immer ganz anders aus als die Realität. Wen wundert's, ne? Und ja, und dann habe ich eine Weile gebraucht und habe dann aber gemerkt, so, nee, das verändert sich auch nicht, die Situation. Ich lerne irgendwie gar keine Leute kennen. Und es ist irgendwie nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Und dann kam aber Weihnachten und Silvester und ich habe überlegt, oh Gott, wo könnte ich mir denn vorstellen, da zu sein? Ich muss jetzt nicht keine Weihnachtsstimmung oder so haben, aber ich wollte auf jeden Fall nicht alleine sein. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja, in Indien einen Ort kenne, wo ich mir vorstellen könnte zu sein. Und zwar der Ashram von Amma, wo ich vor 20 Jahren, also 1900, 97 das allererste Mal war. Und ich weiß, sie heißt Alle Willkommen und da ist einfach, ja, richtig schön. Und da wusste ich auch, dass da Leute sind, die ähnlich sind wie ich und dass ich da einfach, ja, Verbundenheit finden werde. Dann gesagt, getan, habe ich das umgesetzt und das war auch wieder gar nicht so leicht, aber letzten Endes habe ich es geschafft, so mit dem Visa und so. Und
ja, dann bin ich da angekommen und ja, es war eine richtig schöne Zeit. Ich war bisher da zweimal vorher, immer nur für kürzere Zeit und diesmal zum ersten Mal lange. Ursprünglich war der Plan, dann auch in Indien noch zwei, drei Orte zu besuchen, habe ich mir dann aber gespart, als ich gemerkt habe, so, nee, bin jetzt so viel hin und her, ich brauche jetzt einfach mal Ruhe und hier habe ich mich sicher gefühlt. Ich habe da ein Zimmer mit zwei anderen bewohnt, mit der einen Französin, die war auch die ganze Zeit da, so wie ich. Und die andere Person, die zweite Frau, hat dann immer gewechselt. Und ja, das war auf jeden Fall ganz schön, weil ich bin ja losgezogen, weil ich in Gemeinschaft leben möchte. Und dass dieser Ashram, da leben circa 3500 Leute. Die sind da nicht immer, ich weiß nicht, ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall immer 1000 waren. Beim Meditieren und so. Und das ist schon eine richtig krasse Erfahrung, da einfach wirklich, ja, zu meditieren mit ganz vielen Menschen. Und das erleichtert einfach unheimlich, so dabei zu bleiben, da dran zu bleiben und den Geist immer weiter zu beobachten, sich selbst besser kennenzulernen, weil an so einem Ort sind auch, ja, die meisten Menschen, sag ich mal, sehr bewusst in ihrem Leben unterwegs, reflektieren ihre Handlungen, weil ja, es ist auch ein Ort, wo Liebe, Mitgefühl und der Frieden sehr geübt wird und praktiziert wird. Und das war für mich wirklich so, wo ich gemerkt habe, da kann ich noch was lernen. Ich bin ja auch schon jetzt seit über 20 Jahren unterwegs und finde das dann immer toll, wenn ich selber an Orte komme, wo ich halt ja Gleichgesinnte treffe, beziehungsweise Menschen, die noch länger auf dem Weg sind oder einfach ja da schon tiefer eingestiegen sind und wo ich merke, da kann ich mir noch was abschauen. Ja. Und dann ist so ein Ashram halt auch ein guter Ort, um sich aufzutanken und so eine spirituelle Praxis einfach regelmäßig beizubehalten, weil das alle da machen. Ja, also ich bin zum Beispiel, ich beschreibe dir mal so meinen Tagesablauf. Ich bin nach circa 2 Wochen fing das an, jeden Morgen um 4:30 aufgestanden. 4:30 Uhr. Am Anfang dachte ich noch so, nein, das kann ich nicht und so. Irgendwann war das dann nur noch eine Zahl, weil ich musste ja nichts irgendwie leisten den Tag über. Also ich musste nicht dann fit sein oder so, sondern ich konnte mich auch noch mal hinlegen, wenn ich irgendwann müde geworden bin. Und ich habe aber einfach gemerkt, dass dieses frühe Aufstehen, also so durch den Wecker geweckt werden, mir gut getan hat. Und auch morgens um 4:50 Uhr fing dann das Rezitieren der 1000 Namen an, so sogenannten Achanas. Da wird wirklich innerhalb von 1 Stunde und 10 Minuten die 1000 Namen der Mutter wiederholt. Und am Anfang dachte ich so, warum macht man das? Warum? Ja, und dann auch noch auf Sanskrit, wieso? Wiederholt man, wieso machen das die Leute, ne? Und in diesem Ashram sind sowohl Westler als auch Inder, also Amma ist, also die Lehrerin dort, die ist sehr offen für alle Menschen und auch gerade für den Westen also für Westler ist sie sehr aufgeschlossen. Und ja, deswegen, warum machen das viele Menschen, die die Sprache noch nicht mal sprechen, die gar nicht wissen, was sie da sagen? Natürlich gibt es Übersetzungen, ne? Man kann das schon irgendwie, wenn man will, auch erfahren, was man da sagt. Aber erstmal ist es so, aber Sanskrit ist zum Beispiel auch eher so wie so eine Ursprache. Und das ist was anderes, als wenn man jetzt Spanisch oder Ukrainisch oder was auch immer irgendwie so spricht und lernt, weil ich habe das Gefühl gehabt, es resoniert in mir mit irgendwas, ne? Und mir dann auch eine Frau erklärt, dass sie das macht, weil die 1000 Namen der Göttin spricht sozusagen auch den göttlichen Teil in mir an, diesen Teil, der beständig ist. Ja. Ich springe da jetzt mal gleich mit rein in dieses Thema, was für mich da so eine ganz große Lernerfahrung war. Eigentlich ist das ja klar, also wenn du aber das nochmal so bewusst zu bekommen, ne? Wenn du dich
immer am Außen orientierst, ja, so, dann, und das Außen ist veränderlich, ja, und das, was ich mit meiner spirituellen Praxis, sei es jetzt meditieren oder mein Mantra rezitieren, ist, dass ich den inneren Frieden in mir finden möchte, den dauerhaften inneren Frieden und die grundlose Glückseligkeit. Ja, und wenn ich am Außen orientiert bin, dann sagt mir vielleicht einer was Gutes und dann freue ich mich und im nächsten Moment sagt jemand anderes irgendwas Schlechtes über mich und dann bin ich wieder schlecht gelaunt oder das Wetter ist mal so, dann bin ich gut gelaunt, das Wetter ist mal so, dann bin ich schlecht gelaunt. Ja, dieses, wenn du dein Glück abhängig machst vom Außen, dann ist das nicht dauerhaft. Ja, und das einfach zu kapieren und zu wissen, und deswegen gibt es so viele Menschen, die sozusagen den Blick nach innen wenden, zu deinem wahren Wesen, zu dem eigenen wirklichen Kern, der unveränderlich ist. Und dem bin ich dort auf jeden Fall näher gekommen und habe das Gefühl, dass ich jetzt, egal was im Außen passiert, einfach stabiler noch in mir bin. Ja, da kann mir noch jemand irgendwas Schlimmes sagen. Ich weiß, dass das einfach zu dem gehört und dass nicht ich gemeint bin. Ja? Und diese Dissoziation hinzukriegen, und das ist einfach ein Geschenk für mich gewesen dort. Ja, das so klar zu bekommen, dass ich den Frieden nicht im Außen suchen kann, mein Glück nicht im Außen finden kann, sondern in mir. So, ne, in dem Blick nach innen. Indien ist zum Beispiel auch mega laut. Und meistens ist es ja so, beim Meditieren oder so, dann versucht man, einen möglichst stillen Ort zu finden und ja, um in die Stille zu kommen. Und Amma sagt auch, also die Lehrerin, die heißt Amma, sie sagt auch, dass es am Anfang, ja, zum Beispiel, wenn man Autofahren lernt, dann ist es ja gut, wenn du erstmal auf einem leeren Parkplatz übst. Aber irgendwann kommst du dann halt auch auf die Straße und vielleicht auch auf die Autobahn und in eine Großstadt und fährst dort. Und dann sind da ganz viele Autos und du musst damit zurechtkommen. So, ne? Aber am Anfang ist es gut, einen leeren Parkplatz zu haben. Und genauso ist das, wenn du meditieren lernst, ist es gut, wenn du einen stillen Ort hast, um erstmal überhaupt damit anzufangen. Ne? Und diese Stille zu spüren, und dort ist aber schon echt so ein hohes Level, weil es gab permanent Geräusche. Indien, wie gesagt, ist ein sehr, sehr lautes Land. Auch dort im Ashram, das war schon, sag ich mal, verhältnismäßig still, aber drumherum in dem Dorf gab es schon immer viel Action. So, ne? Also sei es Musik oder lautes Hupen und so, ne? Das ist ja da in Indien ganz beliebt. Immer wenn ein anderes Auto überholt, dann signalisiert das Auto das, indem es hupt, damit der andere Bescheid weiß, du wirst jetzt überholen. Ja. Und dann in so einem Umfeld zu meditieren und in die Stille zu finden, das ist dann schon was Besonderes, wenn das gelingt. Ich war auch oft verzweifelt, weil ich einfach nur die ganze Zeit gemerkt habe, aber das ist auch schon ein wichtiger Schritt, so wie mein Kopf, wie die Gedanken da irgendwie permanent da sind und rattern und rattern und rattern. Ja, ja, also morgens 4.30 Uhr, Schlenker zurück, aufgestanden, 4.50 Uhr, rezitieren der 1000 Namen der Göttin. Es ist wie so ein, das geht so ganz schnell, dass man die wiederholt. Du hast quasi keine Zeit zu denken. Ja, und das ist wunderbar. Das ist wie, da ist so ein Rhythmus, und wenn du denkst, dann kommst du raus. Ja, und deswegen, das hat mir so, so gut getan. Und es war so ein kraftvoller Start in den Tag, dass ich das dann ab da jeden Tag gemacht habe. Fast jeden Tag, aber wirklich, wirklich oft. Und danach bin ich dann noch zum Meditieren gegangen an so einen ganz besonderen Kraftort, also da, wo Amma auch seit 50, 60 Jahren hingeht. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube, es sind 50 Jahre.
und halt ganz viele andere Menschen. Und das müsst ihr euch vorstellen, wie das ist, wenn das so aufgeladen ist, wie so in so einer Kirche, wo ganz viele Menschen immer zum Beten hingehen. Und das, ich habe immer so das Bild, dann ist die Telefonleitung nach oben einfach richtig stabil, ja. Und dieser Ashram hatte sehr viele dieser Kraftorte, wo Menschen zum Beten hingehen, wo Menschen zum Meditieren hingehen, wo Menschen ja einfach bewusst unterwegs sind. Und ich habe da wirklich sehr, sehr tiefe Meditationen erfahren, sehr tiefe Einheitsgefühle und Verbundenheit. Und das, ja, das in so einem Ort ist es einfach viel leichter. Dann bin ich an meistens, ist jetzt so, nicht jeder Tag verläuft hundertprozentig gleich, ne? Aber dann bin ich zum Meer gegangen und habe da einfach das Meeresrauschen mir angehört. Und das war so der einzige Ort, wo ich sozusagen mal hingehen konnte, wo es nicht permanent irgendwelche anderen Menschengeräusche oder Autos oder sonst was gab. Da hatte ich meistens dann das Glück, einfach nur das Meeresrauschen zu hören, was ich liebe. Dieser Ashram war am Meer, es ist so auf dem Land, so einer Landzunge und zwischen ganz vielen Kokosnusspalmen. Ich habe dort keine Videos gemacht, keine Fotos gemacht, weil es halt ein Ashram ist. Ein Ashram ist ein heiliger Ort, wo man keine Fotos machen darf, keine Videos machen darf. Ich habe bei YouTube zwar schon welche gefunden, ich weiß nicht, ob die sich eine Genehmigung geholt haben, aber ich wollte das einfach respektieren. Dadurch kam ich dann auch auf die Idee oder war irgendwie so da immer mehr hingezwungen, quasi wirklich dann auch 2 Monate komplett auf Internet und Telefon zu verzichten an meinem Haus. Das war auch das, wo ich vor 20 Jahren schon drin gelebt habe. Stand auch unten so ein Schild dran, bitte stecken Sie keine Laptops und Handys ein. Da sind schon viele kaputt gegangen, also weil die Stromleitungen einfach sehr instabil sind und so. Und dann war für mich die Sache ganz klar. Ich wollte da nicht riskieren, dass mein Computer kaputt geht und so. Und es war auch richtig schön, einfach an diesem Ort zu sein und mit den Menschen dort zu sein, mit mir zu sein, nicht abgelenkt zu sein durch irgendwas, durch Nachrichten von außen. Also ich war da wirklich, ja, Ashram ist halt auch ein Ort, wo du dich zurückziehen kannst. Also ich habe 2 Monate Retreat gemacht, ja, mit mir sozusagen. Natürlich waren da auch andere Menschen, aber alles Menschen, die auch auf diesem Weg sind, so, ja, und auch diesen Raum für sich genutzt haben, um mit sich zu sein. Dann gab es Frühstück, Früchtefrühstück meistens. Ich habe dann, also es war ein Hochhaus, in dem ich da gewohnt habe. Und dann habe ich irgendwann so einen ganz schönen Ort entdeckt. Im 14. Stock gab es so Balkons, wo ich auf der einen Seite das Meer, auf der anderen Seite die Backwaters. Die Backwaters ist so ein bisschen wie der Spreewald. Ja, also so lauter Wasserstraßen gibt es da, wo so Boote langfahren und so. Also auf der einen Seite hatte ich das Meer, auf der anderen Seite diese Backwaters mit den Kokosnusspalmen. Also Kerala, wo dieser Ashram ist, ist quasi der Staat in Indien, wo es die meisten Kokosnüsse gibt und zum Export sozusagen, für den Export. Also der ganze Staat ist voller Kokosnusspalmen, ja. Und ja, dann habe ich gefrühstückt. Danach habe ich meinen Seva gemacht. Seva ist das Sanskrit-Wort für, bei uns würde man sagen, gemeinnützige Arbeit oder halt mein Anteil am Gemeinschaftswohl. Dieser ganze Ashram funktioniert, ohne dass irgendwer bezahlt wird. Alle helfen sozusagen mit, diesen Ashram, mit diesen vielen, vielen Menschen reibungslos zu funktionieren zu lassen. Und das ist wirklich, also ich habe so gestaunt, ich war ja schon öfter in Indien und ich kenne Indien als ein sehr chaotisches Land, aber Amma ist echt so ein Organisations- und Talent- und Strategie und also das lief alles reibungslos. Es gab da total klare Abläufe für alles und also es hat alles so gut funktioniert. Ich selbst habe bei der Wäsche mitgeholfen. Genau, ich habe
2 bis 4 Stunden am Tag Wäsche aufgehängt oder gefaltet und sortiert. Das habe ich die meiste Zeit gemacht. Zwischendurch habe ich auch mal, als wir auf Tour waren, Müll sortiert. Das war auch eine spannende Erfahrung. Und mit dem See war das ist halt... Stell dir mal vor, du machst etwas jeden Tag so lange ganz, ganz bewusst. Ja, es war auch, ich habe in der Zeit sehr wenig gesprochen. Ich habe auch 2 Wochen in der Zeit, wo ich im Ashram war, geschwiegen. Da gibt es auch noch ein Video dann dazu. Und es war für mich wirklich was, was für manche ist das vielleicht ganz verständlich, aber für mich hat das echt so meinen Horizont dermaßen erweitert, weil ich bisher, ich bin ja seit 13 Jahren war ich als Heilpraktikerin selbstständig und habe quasi immer für mich selbst gearbeitet und war noch nie irgendwo angestellt und habe auch noch nie gemeinnützige Arbeit gemacht. Ich habe zwar schon irgendwie so Partys organisiert oder mein Stadtfest, Stadtteilfest oder sowas, ne? So was schon der Gemeinheit, der Gemeinschaft zugute kam, aber das war nochmal was anderes. So. Und Amma nennt das selbstlosen Dienst, also etwas, was nicht mir selber dient, sondern der Gemeinschaft. Ja? Und das ich habe bisher immer gedacht, nee, ich kann mir gar nicht vorstellen, angestellt zu sein oder irgendwo mitzuarbeiten. Und jetzt kann ich das. Und für mich ist das eine große Bereicherung, weil ich, ja, weil das einfach mehr möglich macht. Und wir waren auch so eine ganz schöne Gruppe. Und ich habe dann halt immer, wenn ich jemanden im Ashram von denen gesehen habe, einfach mich gefreut und so ein Zusammengehörigkeitsgefühl gehabt. Oder aber auch, dass man mal gequatscht hat, zusammen gegessen hat und so. Ich war auch sehr, sehr viel allein. Ich hatte eine ganz enge Bezugsperson, meine französische Mitbewohnerin. Wir haben uns von Anfang an gut verstanden und wir haben uns irgendwie einmal am Tag oder alle 2, 3 Tage halt so ausgetauscht, wo jede gerade so steht, was sie bewegt, weil es kommen halt viele schmerzhafte Themen auch hoch, viel, was einen so bewegt und das ist schön, da das einfach auszutauschen und zu teilen und vielleicht ein paar Hinweise zu bekommen. Und ja, das war ganz, ganz schön, einfach dann diesen Seva auch zu haben, um da irgendwie eine Bezugsgruppe so zu haben. Unter all diesen vielen Menschen. Dann nach der ersten Hälfte habe ich Mittag gegessen, vielleicht noch mit jemandem gequatscht und dann am Nachmittag habe ich dann meistens das zweite Mal dann sozusagen die Wäsche aufgehängt, gefalten. Und genau, danach gab es dann freie Zeit, das war dann ab 3:30, manchmal haben wir auch ein bisschen länger gebraucht. Und dann habe ich mich meistens erstmal ausgeruht. Ja, das ist ja auch mega heiß da gewesen, immer über 30 Grad. Es wurde auch quasi mit der Zeit immer, immer wärmer. Und ja, dann, da ist es auch alles viel, viel anstrengender so für den Organismus. Und dann bin ich meistens so gegen 5 zum Sonnenuntergang gegangen. Da war dann so 6:30 ungefähr, aber ich war dann schon vorher da, habe dann noch so eine Obstmahlzeit irgendwie zu mir genommen und ja, habe einfach am Meer gesessen, vielleicht mich mit jemandem unterhalten und sozusagen auch wieder meditiert mit dem Meer. So einfach da gesessen und bewusst einfach den Moment dort verbracht. Aber wie gesagt, manchmal auch einfach mich unterhalten. Dann gab es auch Bhajan singen, also spirituelle Lieder, Mantren. War ich nicht so oft, weil ich liebe Mantren, aber diese Sanskrit-Mantren oder Malayam oder diese ganzen indischen Sprachen, das war für mich sehr kompliziert. Und da war ich irgendwie so deprimiert drüber, dass ich das mal eine halbe Stunde dann vielleicht an manchen Tagen mitgemacht habe. Das gab es auch jeden Tag. Aber ich hab lieber beim Sonnenuntergang gesessen. Ich habe zu denen gehört, die da waren. Und dann gab es danach Abendbrot essen und meistens danach ins Bettchen. Also ich bin relativ früh ins Bett gegangen, weil ja der Tag auch wieder früh losging. Es wurde ja dann auch
dadurch, dass Indien ja so nah am Horizont, am Äquator liegt, wird es da auch dann schneller dunkel. Ne? Also die Spanne ist nicht so eine lange Abenddämmerung oder so. Und dann war es um 7 halt stockfinster. Und ja, damit war der Tag quasi dann auch so vorbei. Also meistens bin ich um 9, halb 9, um 9, halb 10 spätestens so ins Zimmer gegangen. Manchmal haben wir da noch ein bisschen gequatscht, aber eher selten. Ich wollte noch so ein paar Dinge teilen, die Erkenntnisse so. Es gab dort einen Spruch, den ich ja mit dir teilen möchte, weil der für mich so einen großen Aha-Moment bedeutet hat und der auch immer noch, den ich auch immer noch versuche zu integrieren. Auf Englisch heißt das "Come over your likes and don't likes". Also überwinde die Dinge, die du liebst und die du nicht liebst. Weil durch diese Dinge, die du liebst und nicht liebst, kann viel Leid entstehen. Ja, wenn du irgendwas machst, was du gerne machst, dann freust du dich. Und wenn du was machen musst, was dir nicht gefällt, dann hast du schlechte Laune. Ja? Und deswegen hat zum Beispiel Amma auch empfohlen, jeden Zeber anzunehmen, der einem gegeben wird, um darüber hinwegzukommen, dass ich jetzt denke, oh, ich mag aber keinen Müll sortieren, so wie ich. Ich habe dann halt diesen Sewa auf der Tour bekommen und ist jetzt nicht so mein Lieblingsding, ne? Müll zu sortieren. Müll sammeln, das mache ich total gerne, das habe ich dann auch oft gemacht, aber so Müll sortieren, ja, also und die Inder, da gibt es ja, die erkennen ja Müll noch nicht mal als solchen, so, ne? Die schmeißen einfach alles zusammen und es war keine angenehme Sache, sag ich mal so, aber mit der Zeit, mit den Wochen bin ich dann auch da drüber hinweggekommen. Da war das dann einfach nur noch irgendwelche Stücke, die ich da nach Plastik, nach Papier, nach sonst Essensresten sortiert habe. Und das ist auch was ich gerade sozusagen übe, ne? Auch zum Beispiel, wo wir auf Tour waren. Auf Tour sein bedeutet, also Amma ist in Indien sehr, sehr bekannt, eigentlich weltweit, durch ihre, also ihr ganzes Leben widmet sie anderen Menschen. Sie hat ganz viele Schulen und Krankenhäuser in Indien, also Schulen, die auch nicht nur sozusagen Wissen vermitteln, sondern auch spirituelle Werte, so wie Mitgefühl, und die meditieren dort in den Schulen und kriegen einfach andere Werte noch mitvermittelt. Einmal, zweimal im Jahr fährt Amma durch Indien und besucht dort ihre verschiedenen Ashrams und einfach für Menschen, die jetzt kein Geld haben, zu ihr zu reisen, denen kommt sie sozusagen entgegen und fährt dann dahin. Und wir als Menschen, die in dem Ashram leben, haben die Chance, da sie zu begleiten, das Ganze zu unterstützen und zu helfen und einfach dabei zu sein. Und es ist einfach ein mega Lernfeld und dann bin ich da mit. Und auf dieser Tour habe ich halt Müll sortiert, genau. Und genau, auf dieser Tour war zum Beispiel auch, dass wir alle 2-3 Tage an einem anderen Ort waren und wir haben meistens oder immer in Schulen geschlafen, nee, meistens, einmal nicht, in Schulen geschlafen von ihr, in Klassenräumen mit 20 Leuten. Und da gibt es natürlich viel, was man mag und was man nicht mag. Und wenn ich auf alles permanent reagiert hätte, auf das ich nicht mag, also, dann wäre ich da, am Anfang war das auch so, warum machen das Leute gerne? Das ist doch der Horror irgendwie, ne? Lauter schnarchende Menschen, du hast wenig Platz. Der eine will Fenster offen, der andere will Fenster zu. Und ja, also, und das war wirklich eine gute Schule, einfach nur noch das zu nehmen, was da ist, egal was passiert, damit zu sein. Und ohne, dass das anspringt, das immer wieder zu üben, dass das anspringt, so, oh, das finde ich aber gerade schrecklich oder so, ne? Sondern einfach wahrnehmen. Punkt. Und das finde ich, ist ein total, für mich, ein großes Geschenk gewesen, dieser Satz. Und der gibt mir viel mehr Möglichkeiten in meinem Leben und auch in meinem Alltag, ja. Dass ich
ja, jetzt einfach Dinge tue, die getan werden müssen, ohne dass ich dann halt, also auch, wo ich dann früher gedacht hätte, oh nee, ich wasche nicht gerne ab oder so, jetzt mache ich das einfach. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen Übung, es gibt auch noch genügend Lernfelder, ja, aber das ist was, was ich dir auf jeden Fall mitgeben möchte. Ich glaube, das ist erstmal das, was ich dir. Ah nee, eine Sache noch, die mir noch wichtig ist. Und zwar der Umgang mit Fehlern. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch und versuche immer alles richtig zu machen und habe auch wahrscheinlich viel vermieden in meinem Leben, weil ich keine Fehler machen wollte. Aber in diesem fremden Land, an diesem Ort, wo es so viele Regeln gibt, habe ich richtig viel falsch gemacht. Ich habe, ja, ich wurde sehr oft darauf hingewiesen und hatte so die Chance, damit umgehen zu lernen, Fehler zu machen. Und jetzt bin ich gerade so, okay, ich möchte mich daran abreiben und nicht mehr da so stark mit meinem Ego drauf reagieren, wenn ich mal einen Fehler gemacht habe und mich dann nicht mehr selbst malträtiere, was ich denn falsch gemacht habe, so, ne? Und es ist auch spannend, dann zu sehen, wie andere Menschen damit umgehen, wenn ich was falsch gemacht habe. So, manche irgendwie gar kein Problem, wir konnten das anders lösen, d-d-d, und hier mach doch dann das und das und andere, die dann, ja, das hat halt auch viel gezeigt, wo der andere steht mit dem Thema. Und da konnte ich einfach mega viel lernen, was hat mir bei dem anderen gefallen, als er mich darauf hingewiesen hat, was hat mir nicht gefallen. Und dann da einfach meinen eigenen Weg auch zu finden, weil ich weiß, dass das zum Beispiel für meinen Beruf total wichtig ist, auch Grenzen aufzuzeigen, auch zu sagen, hey, hier, das finde ich nicht richtig. Und ja, da mir einfach was abzugucken. Und auch mich zu trauen, einfach Dinge auszuprobieren und zu riskieren, dass ich Fehler mache. Ja, weil man, wenn ich so oft wie ich neue Dinge anfange und so, da ist es natürlich sehr wahrscheinlich, dass ich Fehler mache. Genau, das war auch noch ein richtig schönes Learning für mich. Ich glaube, das Video ist jetzt lang genug und deswegen höre ich mal auf. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib die mir gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Hier erscheinen jetzt gleich noch zwei. Vielleicht magst du da weiterschauen. Tschüss!